Oh, hallo und herzlich willkommen. Dieses Mal geht's wirklich mit dem Druiden-Deck weiter. Ich habe mir ja vorher bei der vorherigen Aufnahme echt schlimm blamiert, weil ich ja, noch ein bisschen verplant bin. Aber es ist auch am frühen Morgen. Auch dieses Mal jetzt wirklich unser Druiden-Deck. Ihr seht, wir haben eigentlich nichts großartig dran verändert. Ich sollte allerdings vielleicht noch den Goblin auch den Natur setzen. Die Natur wird sich gegen euch erheben. Da wir halt eben nur 4 Zauber, wenn ich es gerade richtig sehe, drin habe. Und das dann doch ein bisschen durftig ist. Alle 3 sind Schrott. Und es wird noch schrottiger. Gut, es ist Druide gegen Druide. Das heißt, man braucht noch nicht so viel. Ja, schauen wir mal, was kommt. Das werden wir jetzt dann, glaube ich, gleich machen. Oh, wir bekommen einen. Kann ich Bedarf würfeln? Beutehamsterer. Okay, wir machen Wildwuchs. Und ansonsten nichts. Hey, gib mir das! Spielen wir mal langsam los. So. Nächste Runde 4. Wenn er jetzt irgendwas spielt, entweder Zauberbrecher oder Icewind Yeti. Ah, er nutzt unseren. Damit wir beide eine Karte bekommen. Seine Heldenfähigkeit gegen uns. Natürlich bei Druide gegen Druide. So, wir bekommen Klaue. Das heißt, wir spielen. Und 6er haben wir eh noch nicht da. Wir spielen unseren Icewind Yeti und machen alles mal ganz piano. So. Wo soll ich zuschlagen? Er spielt einen Druiden der Klaue. Den wir jetzt mit unserem netten Schwarzen. Niemand kommt wegnehmen. Vorbei. Zack. Und es gibt hier Schaden ins Gesicht. Nächste Runde. Wo soll ich zuschlagen? Noch ein Druide der Klaue. Er coint. Ja, damit er unseren. Okay, bufft ihn auf 6. Wir können ihn jetzt natürlich hochnehmen. Ich würde eher sagen, wir kümmern uns selber drum. Was? Und spielen selbst einen. Wo soll ich zuschlagen? Für die Wildnis. Es geht ja noch. Wir haben 26 zu 20. Er hat ein paar mehr Karten. 2, 4, 6, 9, 4. Er spielt auch einen Icewind Yeti. Und bufft ihn hoch. Der ist zum Leben wiederherstellen. Damit können wir ihn auf eine 5 runterbringen. Das machen wir, glaube ich. Ja. Dann machen wir das. Eure Magie wird euch nicht retten. Wir bringen ihn auf die 5. Buffen alle unsere. Zack. Und es gibt keine Ausgesicht. So, 26 zu 15.
zweimal gespielt. Gut. Damit kann ich gerade noch so leben. Wir sind in Runde 8. Wir... Meine Augen sind offen. Ein bisschen hoch. Sterbt. Für die Welt. Wir geben hier mal alles so schnell wie möglich rein. Wir haben hier noch 5 Schaden. Das heißt, wir haben Matchball. Hier liegen auch nochmal 10 Schaden offen. 5, 7, 8. Er spielt mit dem Tank. Den wir natürlich schön nutzen können. Damit müsste ich aber ihn mindestens opfern. Allerdings ist er natürlich... ja, wir machen es. Wir schnappen uns ihn. Den können wir nicht spielen. Welche zwei nehmen wir raus? Entweder die zwei. Was? Gut, hier kriegen wir noch ein extra. Ach, es ist alles von der. Entweder die zwei und ich gehe drauf. Oder ihn. Ich glaube, damit mache ich am meisten Schaden. Ich sterbt. Opfere ihn. Einen Schaden in Angriff. Spiel nochmal beiden drauf. So, jetzt haben wir wieder Matchball, nächste Runde. Er muss an ihm hier vorbei. Und unser Sternenfeuer. Ja, wir haben gewonnen. Sieht gut aus. Gut gespielt. So, die Runde ist gewonnen. Ja, wir bekommen unseren Stern und wir spielen gleich noch eine Runde. Und ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Wenn ihr noch Anregungen habt zum Deck oder noch Verbesserungsvorschläge, ich werde jetzt gleich erstmal noch diesen blöden Goblin rausnehmen. Da spielen wir lieber unseren Kane mit rein. Ja, und dann sehen wir uns in der nächsten Runde. Wir probieren das Deck dann gleich auf. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen, abonniert unten und bis zum nächsten Mal.